Als mir Bekannte erzählt haben, dass sie nicht einmal eine Taschenlampe zu Hause haben, da war ich wirklich entsetzt. Und ich habe ihnen dieses Teil hier empfohlen, und zwar diese Laterne, diese USB-Laterne, die mehrere Funktionalitäten in einem vereinigt. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemscode. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Laterne, die du über USB aufladen kannst. Es ist auch gleichzeitig eine Taschenlampe, wenn du so magst. Ich zeige dir dann nachher, wie weit die leuchtet. Und du kannst es als USB-Powerbank verwenden. Das finde ich schon sehr praktisch. Aber jetzt zu den einzelnen Funktionalitäten. Das Ding ist extrem leicht. Also das ist wirklich leicht und kann man da schön tragen. Und ich habe die auch schon viele Monate im Einsatz. Habe sie auf Amazon gekauft. Gebe da unten den Link dazu. Ich brauche sowas aus Berufsgründen und dort, wo ich wohne, da brauche ich immer wieder, wenn ich draußen herumgehe, Laternen. Daher ist das hier die, die ich jetzt getestet habe. Und ich habe mir lange Zeit gelassen, um zu sagen, gebe ich da Empfehlung oder nicht. Und mittlerweile bin ich soweit, das Ding ist wirklich super. Gut. Es gibt, und da schalte ich jetzt einmal aus, mehrere Modi. Den stärksten mit 1000 Lumen, dann kannst du einen kleinen, ich weiß nicht, so einen Zelt oder ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, auf jeden Fall, der ist viel weniger. Da tut er auch nicht so in den Augen weh, weil den ersten Modi, der angeblich 1000 Lumen hat, das ist schon, das fährt schon relativ rein. So, also noch einmal, muss ich ausschalten. Voller, leichter, noch so ein anderer leichter und dann gibt es den Blink-Modus, der mir voll am Wecker geht, dieser Strobmodus. Ha, da bin ich wieder. Und das sind die Funktionalitäten, also die Intensitäten. Und der Hersteller sagt, in dem hier, in dem stärksten, kannst du 12 Stunden lang durchbrennen lassen. Weiß ich nicht, habe ich nicht getestet, aber es sind sicher viele Stunden. Ob es 12 sind, kann ich nicht sagen, aber es ist wirklich einiges. So, und in dem hier 24 Stunden. Habe ich auch nicht getestet, aber ich glaube, dass das schon relativ gut an die Sache rankommt. Aber ich mag da noch was zeigen. Und zwar hier hinten. Da kannst du so eine Klappe raufmachen. Da kannst du aufladen mit der Micro-USB und kannst auch gleichzeitig einen USB anschließen. Nämlich den Akku, den Lithium-Ionen-Akku, der da einbaut ist, als Powerbank zu verwenden. Und das ist doch irgendwie cool. Also mir taugt das, weil das mehrere Funktionalitäten zusammenbringt. Finde ich echt praktisch. Ich lade dieses Teil eigentlich immer, wirklich immer, über meine Solarstation auf. Wenn dir das interessiert, schreib mal unten einen Kommentar, Solarstation, dann zeige ich dir mal gerne her, wie ich das mache, meine 100 Watt Solarpaneele. Aber da lade ich das auf, das geht auch relativ rasch, da brauchst du überhaupt nichts antun. Und das hier ist wirklich eine vernünftige Lösung, auch für Leute, die halt sagen, eigentlich brauche ich das nicht, ich brauche das ganz selten. Ich habe schon einmal vorgestellt, die 30-Tage-Lampe, die funktioniert auch super. Die funktioniert halt mit Batterien, ist noch länger leuchtkräftig, muss ich schon sagen. Und die habe ich auch im Einsatz und die habe ich im Shop und alles und super und wunderbar. Aber die ist halt, wenn ich sage, so fire and forget, da ist die hier eigentlich besser. Sie hat aber einen Nachteil. Komme ich gleich dazu. Ich habe das Teil 2-3 Monate rumstehen lassen, ohne ein einziges Mal einzuschalten. Und trotzdem, obwohl sie halbwegs voll war, war die Akkuspannung noch recht hoch, aber sie war schon niedriger. Ja, ich habe das merkt man einfach, weil es hier da diesen Modus gibt. Grün heißt, es ist alles gut. Und wenn es dann rot ist, dann heißt das nochmal 25%, glaube ich, Akkuladung ist. Und das ist schon runtergefallen. Also es hält, aber es geht halt runter. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die mit D-Batterien, also mit diesen D-Monozellen, glaube ich, heißt das, aber egal, betriebene Lampe deutlich länger anhält. Aber du musst halt immer wieder dazuschauen, weil diese Batterien dann mit der Zeit halt auch auslaufen. Das ist hier nicht der Fall. Also ich weiß nicht, was die gescheitere Variante ist. Aber für die Leute, die eher sagen, ich habe das eh nicht so für Blackout-Vorbereitung und ich möchte einfach eine Lampe, eine Laterne haben, die ich halt einfach habe, weil ich es habe, ist das hier sicherlich eine gute Lösung und sehr leicht, sehr kompakt, taugt mir wirklich. Na, dann machen wir gleich einmal einen Außentest und zwar als Taschenlampe. Das ist jetzt die Taschenlampe-Funktion. Ich habe das runtergenommen für die Laterne und also so im Nahbereich ein bisschen herumzuleuchten, das ist alles überhaupt kein Problem. Das geht einmal alles toll. Gut, also das ist einmal die Funktion Nummer 1. Wenn ich jetzt die Laterne hernehme, dann, naja,
Ich weiß nicht, schau her. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht allzu gut. Da ist jetzt ja rundherum ein bisschen was zu sehen, aber dafür rundum ist absolut okay, ist in Ordnung. Nur, was mir einfach taugt, ist, dass man das runternehmen kann und dann trotz alledem eine Lampenfunktionalität hat. Ob das 1000 Lumen sind, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch nicht wenig. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist ein Grablicht, das ist es auch nicht. Also durchaus brauchbar, durchaus brauchbar. Ja, das war es, das kurze Video. Also ich kann dir das Teil, diese Laterne, wirklich ans Herz legen. Ich habe sie getestet, ich weiß nicht mehr, sicher 8-9 Monate. Wirklich lange habe ich Zeit gelassen und kann dir sagen, es ist alles in Ordnung. Sie kommt bei mir in den Langzeittest. Das heißt, ich werde sie jetzt noch einmal, weiß ich nicht, 1-2 Jahre quälen und dir dann sagen, ob sie auch wirklich ihr Geld wert ist. Aus aktueller Sicht sage ich ja, aber wir werden sehen, ob die auch den Stresstest bei mir aushält. Nämlich auch bei meinen ganzen Survival-Trainings längere Zeit mit dabei zu sein. Gebt da unten den Link auf Amazon, schaut euch das ganz einfach an, ob das etwas für dich ist, also das Budget ist wirklich günstig, das passt. Wenn du meine Solarlösung sehen willst, schreib mal unten Solarpaneele rein, dann zeige ich auch die mal sehr, sehr gerne her. Mag dich auch bitten, vielleicht einmal bei mir vorbeizuschauen im Shop, da gebe ich dir da den Link. Schau rein, vielleicht findest du was dich interessiert, ein Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, danke und ciao.